keine Ahnung, was er mir antun wird. Und damit willkommen zurück zu Far Cry 5. Es geht weiter. Wir sind der guten Faith. Ganz schön. Das war einfach nur wunderschön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Die wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Genau so sieht's aus, ne? Die Faith, die bekommt schon einen furztrockenen Schlüpper. Und wir werden immer mehr von diesen Flugzeugen belästigt. Das bedeutet auf gut Deutsch, wir haben in der letzten Folge die Joseph Seed-Statue hier dem Erdboden gleich gemacht und sind nun, wenn man hier mal auf den Widerstandsbalken guckt, wirklich nah dran. Mal sehen, ob wir es heute schaffen, Fate zu kriegen. Aber ich würde generell sagen, entweder in dieser oder in der nächsten Folge müsste es eigentlich soweit sein. Und wer liegt denn da hinten schon wieder tot rum? Das kann doch eigentlich nur Kollege Köter sein. Warte mal. Wir müssen eh mehr oder weniger in die Richtung. Was ist er denn jetzt? Naja, egal. Dann laufen wir einfach direkt hier zum Ziel. Ich drehe mich nochmal um. Es ist auch tatsächlich nur Jazz mit am Start. Warte mal, da gucken wir nochmal eben ganz kurz hier in die Begleiterleiste. Ich glaube, ich hatte generell nur Jazz mit. Dann packen wir Boomer wieder ein. Weil Boomer ist immer ein guter. Hallöchen. Unterwegs können wir hier nochmal ein bisschen die Pronghörner jagen. Die haben da nichts gegen. Und ich bin es ja mittlerweile gewohnt, mich von Flugzeugen beschießen zu lassen. Hä, was läuft da denn? Guck mal, da liegt... da liegen Gegner im Sterben. Das können sie ja gerne machen. Und hier haben wir... Na komm, ich glaube, da gehen wir mal eben... Stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh, das ist... Ich glaube, das war ein Zivilist. Ist aber egal, weil ich brauche ein Gefährt. Und deshalb musste ich ihn mal eben stoppen. Ach, die Katze läuft weg. So, warte mal. Das hier sind doch alles wieder Sektenzeichen. Frage ist jetzt... War ich hier schon mal? Ich weiß das gar nicht mehr, aber scheint irgendwie nicht so. Oh, schau mal. Ein Survival-Heft. Das nehmen wir doch mit. Stinktier! Stehen geblieben! Nee, Truthahn! Oh. Lecker Truthahn, du. So, dann brauchen wir auch gar nicht hier das Trike nehmen, was mittlerweile auch mal wieder verschwunden ist. Zum Glück steht der hier noch... Es war doch ein Skunk. Es war doch ein Stinktier. Hallo. Das machen die ganzen Drogen. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was Realität und was Drogenrausch ist. Da hatte das Spiel gerade... wieder einen Schluck auf. Was ist denn jetzt los? Okay. Es scheint wieder zu gehen. Was auch immer das gerade war. Genau, ich weiß gar nicht mehr, was Realität und was Drogenrausch ist. Und ich kann auch Truthähne und Stinktiere nicht mehr auseinanderhalten. Also seht mir das nach. So, die Deep North Wasseraufbereitungsanlage. Finde einen Weg in den Pumpenraum. Erstmal schauen wir uns das Gelände an. Das scheint hier was Größeres zu sein. Und da ich immer noch nicht wirklich Stealth-Apparaturen dabei habe, also kein Bogen oder ähnliches, und man den Schalldämpfer, also meine Waffe trotz Schalldämpfer ziemlich gut hört, wird das hier wohl wieder eine Rambo-Aktion. Ist okay. Warte mal. Ich möchte mal irgendwas ausprobieren. Hier. Nimm du mal bitte... Mach den fertig. Sauber. Guck
mal, ich glaube. Okay. Ich weiß nicht, ob die mich jetzt gesehen haben oder ob die wieder die Schüsse da gehört haben oder so. Warte mal. Das, was er da gerade machen wollte, das macht Sinn. Jess, lass den Kack! Na gut. Wird schon passen. Und tschüss. Und tschüss. Yeah, Alter. So, den Rest sehe ich gerade nicht. Da muss ich mal eben aussteigen. Da ist man auch gleich schon wieder hier gut unterwegs. Es liegt etwas in der Luft, meine Freunde. Und das ist kein Damendeo. Oh, was haben wir da denn? Hört das Wort. Ist das nicht schon wieder... Ja, das ist schon wieder so ein Blabla. Damit wird uns was auf der Map gekennzeichnet. Verschlossen, nur Notausgang. Dann müssen wir hier mal eben kurz gucken. Plündern. Warte mal, hier liegt noch eine Map. Okay, wir müssen irgendwie einen Weg da reinfinden. Vielleicht übers Dach. Finde einen Weg in den Pumpenraum. Boah, das ist gar nicht so leicht. Sag mal, breche ich irgendwann vielleicht eventuell einfach zusammen, wenn ich zu lange diesen Drogen ausgesetzt bin? Weil ich fühle mich schon ein wenig trümmelig. So, das ist alles dicht. Nur Notausgang. Ich habe keinen Plan. Sag mal, wie halten die Typen das überhaupt aus, die hier arbeiten? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Irgendwas habe ich getan. Ich weiß nicht, ob es gut war. Drücken auch nochmal hier auf den Knopf. Juhu. Ich habe das Wasser abgelassen. Okay, ich glaube, das war wahrscheinlich ganz sinnvoll. Ist hier irgendwie eine Leiter oder? Ach, das kommt nach einer Zeit wieder hoch. Okay. Alles klar. Dann verstehe ich, glaube ich, wie es funktioniert. Brauchen wir nämlich auch vielleicht gar keine Leiter. Dann springen wir nämlich jetzt einfach hier rein. So. Gehen hier durch. Autsch! Oh. Hui! Ich brauche keine Erste Hilfe. Alles gut. Ich brauche doch Erste Hilfe. Sicher, sicher. Das Wasser wird gleich mit Sicherheit auch wiederkommen. Ich hoffe, ich mache das hier gerade alles richtig. Aber es sieht... Obwohl da oben sind überall Gitter... Da. Da lang. So easy. Ha. Mit ein bisschen Drogen und Köpfchen geht alles. Jedenfalls in diesem Spiel. Meine lieben Kinder, Finger weg von den Drogen. So. Zack. Gerade nochmal die Kurve gekriegt. Was sollen wir hier machen? Zerstöre die Pumpen. Okay. Krieg ich hin. Warte. Da steht ein Fass. Vielleicht sollte ich mich da anstellen, wo kein Fass steht. Gut, das war einmal Pumpe und hier geht auch die Tür auf. Wahrscheinlich kommen doch jetzt auch wieder Gegner, oder? Gegners! Warte mal, da hinten... Da ist die nächste Pumpe und irgendwas sieht mich hier auch, also... Müssen wir das Ganze jetzt wahrscheinlich nochmal hier machen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wie das funktioniert. Also, machen wir erstmal hier. So. Hier kommen wir, glaube ich, nicht rein, wenn ich das richtig sehe. Aber hier. So. Los, Baby. Komm da nicht an.
ja kacke. War ich da vielleicht ein bisschen zu schnell mal wieder? Okay. Wasser geht wieder hoch. Es könnte sein, dass wir hier jetzt ersaufen. Aber ich versuche einfach mal mein Bestes. Da geht's lang. Ah, hier wäre auch offen gewesen. Scheiße. Na, egal. Steigt das Wasser noch? Wie es aussieht? Nicht, oder? Okay. Boomer und Jazz regeln das da draußen schon irgendwie. Ich regel das hier drin. Guck mal, hier liegt auch schon der erste Druffi rum. Halt die Klappe. Ich hasse dich. So. Ha! So sieht's aus. So, und damit ist es soweit. Warte mal, erstmal kümmern wir uns mal eben hier draußen um den Scheiß. Mir wurde berichtet, dass die Sekte die Verteidigung in aller Außenposten im ganzen County verstärkt hat. Pass bloß auf! Ich höre jede Menge Nachrichten über Funk. Ah, verdammt! Ich bin sauer wegen ihrer Wasseraufbereitung. Die scheinen dich wohl nicht allzu sehr zu mögen. Gut gemacht, Deputy. Uff. Okay. Ich habe mit sowas schon gerechnet. Willkommen im Bliss. Ich verstehe das nicht. Hast du gedacht, du kannst einfach weitermachen, was du willst, ohne Konsequenzen? Ich war vernünftig, ich war gerecht. Aber du bist so selbstsüchtig. Du hast jemanden zum Gehen gezwungen, der überhaupt nicht gehen wollte. Nur damit du was sein konntest. Ein Held. Weißt du, was Hybris ist? Arroganz vor den Göttern. Die Griechen glaubten, es wäre gefährlicher Hochmut, der die Göttin Nemesis dazu brachte, die gerechte Strafe zu erteilen. Genau die richtige Karte. Wenn ich gewinne, musst du einen Button tragen. Was sagst du? Straight Flush. Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die du verstehen willst, dann spreche ich diese Sprache. Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt... Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt... Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Was machst du denn? Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber du hast dich entschieden. Aber du hast dich entschieden. Er hat die Türen geöffnet! Oh shit! Sie sind drin! Ich sag dir doch, ich will nicht gehen. Alter Schwede, was geht denn schon wieder ab? Motten. Okay. Sie haben den Sheriff. Verdammt, sie haben Earl. Rookie, auf geht's. Nochmal, wo bleibst du? Ja, unterwegs. Ich bin gleich da. Ist das jetzt die große Ich kille Faith Mission? Ich glaube, das wird eine harte Nummer hier. Keine Begleiter, kann ich auch keine rufen.
Okay. Dann müssen wir da alleine durch. Das nützt ja nichts. Oben ist noch einer. Ich hab's mir fast gedacht. Okay. Da ist noch einer. Okay. Ich hoffe, du bist in der Nähe, Rookie. Ja, stress mich nicht. Ich komm. Die haben die Eingänge versperrt. Da ist ein Luftschacht auf dem Dach. Such dir einen Weg da hoch und komm von da aus rein. Schnell! Okay. I try. Zombies hilft die Schrotflinte immer am besten. Für mich sind das nur Zombies. Nichts anderes. So. Da rennt er auch einfach mal so durch den Maschendrahtzaun durch. Da kennt er nichts. Au! Okay. Ich denke, hier geht's hoch. Ui, 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 ui. Hier ist vielleicht die Waffe wieder angebrachter. Boah, da ganz hinten. Holy shit. Okay, rennen. Warte. Okay, der sieht mich von da aus nicht. Schnell die Treppe hoch, die Leiter. Voll die Klappe. Tracy. In Innenräumen ist, glaube ich, das Ding hier wieder die bessere Wahl. Ja, knacki. Okay. Okay, läuft. Nacht. Hab ich keine Muni mehr? Natürlich nicht. Na, wer möchte. Oh, scheiße! So, du hast eins Gesicht weniger. Ja, bin unterwegs. Danke. Nein, nein. Oh, schon wieder. Immer dieses Wegwerfen. Oh, klick. Von meinen Augen ab. Okay. Alles cool. Oh mein Gott. Irgendwas muss Virgil und dem Marshall zugestoßen sein. Dann ging das Chaos los. Die haben den Sheriff, Rookie. Die haben alle. Wir haben Ärger. Wir müssen los. Das Tor ist verschlossen. Einer der Wichser da draußen hat den Schlüssel. Schnell. Okay, aber der Marshall gehört doch eh zu den Bösen, meiner Meinung nach. Ja, wer pfeift? Okay, hier kann ich nicht durch. Was pfeifst du denn? Bist du doof? Das sind alles Zellen. Kann ich hier durch? Nee. Da gibt's noch was zu plündern. Ja, ich mach ja schon. Und wieder runter. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so genau, was die will. Oder hat einer von denen hier vielleicht den Schlüssel? Hä? Weil ich komme hier doch gar nicht mehr raus. Okay. Moment. Schauen wir uns das Ganze mal eben genauer an. Finde den Schlüssel. Okay. Bring den Schlüssel her! Ja, warte. Plünder mal eben alle. Du vielleicht? Oder du? Wie kann man denn immer nur so ahnungslos wie ich sein? Warte mal. Hier, da, gucke. Jo, hab ihn. Er hat euch solche Mühe gegeben. Wie traurig. Zu wissen, dass alles vergebens war. Oh nein, nein.
Nein, nein. Hilf mir und fest drauf. Komm schon, Virgil, komm. Komm schon. Macht. Sie nimmt. Sie zerstört. Finde sie. Töte sie. Lass sie damit nicht davonkommen. Oh nein, das wird sie nicht. Singt hier. Wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Es war mir so klar, dass ich Faith hier in der Drogenwelt schnappen muss. Aber dann genießen wir es einfach nochmal, meine Kinder. Noch ein letztes Mal richtig schön Druffi sein. That saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung und wird sich in Eden zu uns gesellen. Und wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Ist der Sheriff doch kein Böser? Oh mein Gott! Also werde ich diese Mauer einreißen. Jetzt geht die Party ab. Okay, okay. Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz zu lassen. Wo ist er? Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Oh mein Gott. Nein, nein, bleib da. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, was hinter mir abgeht. Ah, das ist die richtige. Ah. Erste Hilfe, Erste Hilfe, Erste Hilfe, Erste Hilfe. Erste Hilfe, sag ich, nicht nachladen. Ein bisschen albern ist das schon, oder? Okay. Ich hoffe, dass da auch... Ja, Medipacks sind auch am Start. Dann sollte das hier alles
machbar sein. Ist aber nett, dass sie mir hier im Drogenrausch auch immer wieder Munition und Medipacks hinlegt. Ich glaube, sie will gefasst werden. Sie hat es satt. Was Hallo? Meinst du denn? Ah! Dreh dich nicht um, der Blumse herum. Leck mich mit deinem Sack. Das würde ich nicht tun. Oh, nicht immerhin fallen. Siehst mich? Du siehst mich nicht. Hm, la, 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 la. Na, bist du's? Nein. Bist du's? Nein. Du vielleicht? Wer auch nicht. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Ach. Du schlägst. Du, aber du kannst. Oh, los, los, verbind dich, verbind dich. Warte mal. Ich glaube, ich wechsle mal da drauf. Da geht das Nachladen schneller. Er ist mächtiger, als du glaubst. Erste Hilfe, erste Hilfe, erste Hilfe. Danke. Nichts davon ist meine Schuld. Meinst du, ich wollte das? Er hat drogengefügig gemacht, mich bedroht. Ich war 17, noch ein Kind. Es tut mir sehr leid, Faith, aber das ändert nichts an der Tatsache, aua, dass ich dich killen muss. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Gute Nacht. Oh. Für wen? Für... Ich hoffe, das war's jetzt. Jawohl. Du willst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Chef. Du wirst der Held sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Das war ja ein wenig kryptisch und lässt ja fast vermuten, dass wir am Ende das Zünglein an der Waage sein werden. Aber jetzt will ich erstmal hier raus. Und ich glaube, ich habe dem Sheriff Unrecht getan. Naja, dann ist er halt nur unsympathisch. Sheriff, bist du? Abgefahren. Is to sing his praise than when we first begun. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky.
das Bliss. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Amazing Grace, oh sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Du musst dich beeilen, Rookie! Los, Rookie! Okay. Ja, nach oben, nach oben. Okay. Alles, was ihr wollt. Wer ist hier denn schon wieder? Ich habe nicht reingeguckt. Hier wird erstmal gesmoggt. Hallo. Da war nichts. Okay. Dann gehen wir hier noch rein. Meine Herren. Also eigentlich müsste man nach dem Part der Story erstmal für ein halbes Jahr in der Entzugsklinik. Mindestens. Okay. Die Action geht noch weiter. Ah, Sniper. Okay. Die geben hier am Ende nochmal alles. Ich habe keine Medipacks mehr. Das könnte hart werden. Granate. Das härteste Wellblech aller Gezeiten. Ich kann nämlich nicht durchschießen. Egal. Warte mal. Vielleicht wirklich erstmal nach ganz oben hier. Okay. Oh, what? Ich hab's noch tickern hören. Warte mal. Bleiben wir erstmal hier. Vielleicht kommen die ja alle wie die Lemminge hier reingerannt. Oder auch nicht. So. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Das ist meine gute alte Langstrecken-Shotgun. Okay, okay, okay. Ich gehe zurück in meine kleine Höhle. Und erhole mich erstmal ein bisschen. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht unendlich viele Gegner kommen. Holy shit! Sondern, dass ich tatsächlich hier dann gleich mal ein bisschen Ruhe habe. Scheint aber fast so. Auf jeden Fall ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um hier... Na komm! Bisschen rum zu interagieren. Aber es wäre auch mega unfair, wenn hier jetzt eine Welle nach der anderen käme. Aber vielleicht von Rad zu Rad. Ja, ich höre schon Gelaber. Ja. Da ist noch einer. Okay, ich glaube, ich schalte dann immer erstmal hier die Junks aus. Was? Kommst du denn schon wieder her? Okay. So ein Medipack würde mich wirklich beruhigen. Na komm. Okay. Auf jeden Fall habe ich munitionstechnisch erstmal wieder ausgesorgt. Lad nach. Okay. Dann gehen wir hier ran. Au, 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 au. Ah, das finde ich ist auch immer die Kacke beim Wiederbeleben, dass man diese Animation nicht unterbrechen kann. Weil wenn ich hier jetzt an so einem Ventil rumschraube und die dann auf mich losgehen, dann habe ich verschissen. Oh, ich habe hier eh gleich verschissen. Okay, das dürfte es dann gleich gewesen sein. Es sei denn, das Panzerwellblech hier rettet mich noch ein bisschen. Zentralventile überladen. Warnung. Zentralventile überladen.
Okay, okay. Alles cool, alles cool. Gut. Rennen wir erstmal zu dem Ganzen hier hinten. Vielleicht klappt es. Komm schon, Baby. Ich glaube, meine Muni für das scheiß Gewehr ist gleich wieder alle. Los, komm! Mann, nimm doch das Ding! Oh, Junge, Junge! Okay. Okay, okay, okay. Shotgun und renn. Renn um dein Leben, Alter. Stoppe die Blitzproduktion. Ich bin dabei. Okay. Los, 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 los. Dreh das Scheißding, Alter. Okay, man kriegt während der Animation keinen Schaden, weil mein Körperinneres verteilt sich hier gerade. Dann schraube ich da jetzt einfach dran. Die zentralen Pumpen. Es geht immer noch weiter, alter Schwede. Habe ich denn nicht schon genug geleistet? Okay. Kein Thema. Mache ich alles. Was? Okay. Sniper. Stell dich hin. Ich sehe nichts. Ich habe immer noch keine Medipacks. Einfach mal ein bisschen blind schießen. Den hat's gerade geröstet. Okay. Ah, die muss ich nur zerstören. Alles klar. Ich habe aber keine Granaten oder ähnliches. Dann machen wir es so. 2 von 3. Okay, 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 okay. 3 von 3. Renn um deine Leber. Nee, da ist noch was. Erreiche, okay. Einfach nur erreichen. Wir müssen verdammt nochmal raus hier. Das klingt, als würde ich alles in die Luft fliegen. Ich suche Überlebenden und treffe dich da draußen. Ja, ja, alles was sie wollen. Sheriff, oh, da geht die Party ab. Und er macht hier seelenruhig die Tür auf. Okay. Hallo, ich bin da. Ich hoffe, das hier geht nicht auf Zeit, sondern soll einfach nur... Uiuiui. Lad nach, lad nach. Nein! Nicht an der Granate sterben. Auf gar keinen Fall. Ist einer. Los, komm hoch mit deinem hässlichen Kopf, oder nicht? Warm. Wo geht's lang? Da geht's lang. Er lebt noch. Fick die Henne, Alter. Ah, scheiße. Ah, das ist auch zu lange gut gegangen, die ganze Pisse, ey. Meine Herren. Ich glaube, ich muss wieder einen kleinen Enrage-Emoji einbauen. Ich hoffe, der Rücksetzpunkt ist so fair wie bisher. Ja, das sieht gut aus. Da kann ich wohl mit leben. So. Jetzt einfach nur nicht in Hektik versetzen lassen. Ja, ja. Hallo. Auch schön, dass man die ersten Kugeln frisst, ohne großartig was dagegen tun zu können. Okay. Jetzt machen wir das Ganze hier ein wenig in Ruhe. Dynamit ist jetzt auch am Start. Stirb einfach. So.
Okay. Und zu Ende nachladen. Hier ist alles tot, also sind es wieder nur die um die Ecke. Ich glaube, ich gehe jetzt hier rüber. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen. Und dann kriegen die da nämlich noch ein Dynamitchen. So. Warte. Okay. Doch lieber wieder den. Los, mach's Feuer weg. Raus hier. Okay, wir wollen es nicht übertreiben. Nicht kurz vorm Ziel jetzt hier aufgrund von Dummheit sterben. Oh, mach die Tür auf. Meine Herren, das ist ja mega stressig, um Gottes Willen. Was? Oh, hallo. Hallo? Oh Gott. Decken wir jetzt das Ding hier wieder. Okay. Sieht einigermaßen ruhig aus. Ja, ja, ja. Scheiß auf die Gegner. Wir evakuieren uns jetzt selber. Oh, ich hoffe, hier ist jetzt Schluss. Wird warm. Oh, mach die olle Tür auf, Alter. Hallöchen. Ich glaube, Shotgun ist doch wieder angebrachter. Nur für den Notfall. Heiß, heiß, heiß. Alter Schwede. Das war fulminant. Das war echt fulminant. Und stressig. Und überhaupt. Also, weiter geht's. Scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Hm. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Das ist ein Befehl, Deputy. Ziegel ward geöffnet. Meine Faith. Meine Faith. Sie war nicht die erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt.
Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen, werden leiden.